Im letzten Video haben wir uns kurz die Oberfläche angesehen, damit wir uns etwas orientieren können. In diesem Video widmen wir uns dem Reiter Layout Design. Sie müssen sich gar nicht um so viel kümmern, denn das meiste, was hier an der Seite angeboten wird, wird durch unsere Webabteilung gepflegt. OnOffice kümmert sich darum, natürlich in enger Absprache mit Ihnen. Das, was Sie jedoch selber hinterlegen können, ist einmal das Logo. Das wird in der Regel aus den Grundeinstellungen übernommen. Je nachdem, in welcher Auflösung Sie das da hochgeladen haben, bietet es sich allerdings an, das hier nochmal in höherer Auflösung zu hinterlegen. Für den Fall, dass Sie Ihr Logo austauschen möchten, löschen Sie das hier an der Stelle. Gehen anschließend auf Datei auswählen, suchen das Logo, klicken auf Hochladen und schon ist das Logo ausgetauscht. Der nächste Punkt ist das Banner. Das ist das Bild, das im Header der Seite erscheint, also im Kopf der Seite, was den Besucher sozusagen in Empfang nimmt. Da haben wir ein paar Standardbilder, die Sie benutzen können. Sie können natürlich auch Ihre eigenen hinterlegen. Es muss nicht ein statisches Bild sein, es kann auch ein Bannerwechsel eingestellt werden. Das ist in dem Fall aktiv, also dass es mehrere Bilder sind, die sich abwechseln. Das können wir uns in der Vorschau auch einmal ansehen. Ich öffne die Vorschau. Ich war jetzt auf der Kontaktseite noch. So, in dem Fall ist das mein Header und wie man sieht, gibt es diese Überblende zu den nächsten Bildern. Das wäre ein Beispiel für einen Bannerwechsel. So, der ist ja auch aktiv. Wenn Sie jetzt keinen Bannerwechsel möchten, sondern ein statisches Bild, wechseln Sie auf den Reiter individuell. Hier können Sie jetzt entsprechend eigene Bilder hochladen. Achten Sie dabei bitte auf die Maßangabe, die hier steht. Wenn Sie das Bild einfach so hochladen, ohne die entsprechenden Abmessungen, kann es passieren, dass einfach ein beliebiger Ausschnitt aus dem Bild genommen wird. Das ist dann vielleicht einer, der nicht so vorteilhaft ist und einfach nicht so gut wirkt und nicht gut aussieht. Darum achten Sie dabei hier drauf auf diese Abmessungen. Und das Bild sollte nicht größer als 200 Kilobyte sein. Hintergrund ist, wenn das Bild zu groß ist, führt das zu längeren Ladezeiten auf der Seite und das ist schlecht für die Suchmaschinenoptimierung. Darum nicht mehr als 200 Kilobyte und hier auf die Maße achten. Gleiches gilt für den Bannerwechsel, wo wir einfach mehrere Bilder hinterlegen können. Auch hier gilt das Gleiche mit den Abmessungen und den 200 Kilobyte Größe. Ich wechsle noch einmal kurz zurück. Um das Bild als Banner zu aktivieren, setzt man hier einfach die Markierung und schon wird es als Banner gesetzt. Alttext einfügen ist noch wichtig, aber zu den Bildern auf der Webseite, wie man Bilder einfügt, dazu werden wir eine eigene kleine Playlist vorbereiten, wo das alles im Detail erklärt wird. Geht zurück zum Bannerwechsel. Hier können Sie jetzt justieren, ob die Bilder in einer Diashow chronologisch ablaufen oder zufällig und Sie können definieren, wie lange wird das Bild gezeigt und wie lange dauert der Übergang jeweils in Sekunden. Und die Bilder würden Sie auch, wie man das kennt, eben hier hochladen. Das war es bereits zum Reiter Layout Design. Wie gesagt, der Rest wie Template und die Farben und die Einstellung, das ist alles nicht unwichtig, aber weil hier auch in den Code der Webseite häufig eingegriffen wird, wird das eben durch unsere Webabteilung von OnOffice durchgeführt, in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit Ihnen natürlich, damit das auch genauso umgesetzt wird, wie Sie sich das vorstellen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und für weitere Videos und Tutorials abonnieren Sie gerne unseren Kanal.